Jo Leute, herzlich willkommen in der Folge. Mein Name ist Salih, Salih der wieder am Start. Und heute werden wir auf eine Gameplay-Trailer reagieren. Und zwar Need for Speed Payback. Wie ihr wisst, kommt das Spiel am 10. November 2017 raus, wie ihr auch jetzt sehen könnt. Und ja, ich würde mal gerne darauf reagieren und mit euch zusammen auf den Game-Trailer schauen. Den Link von dem Game-Trailer findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und ja, wir fangen mal dann an, langsam, langsam. Need for Speed Payback! Gameplay-Trailer. Koenigsegg Regera. 0 to 60 in 2.7 seconds. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Ich hoffe, in diesem Spiel, also das nächste Teil, wird besser, glaube ich, und ich hoffe auch, wegen dem Steuerung sollte es besser sein und wegen dem Online-Modus. Es war ein Pflicht-Online-Modus im letzten Spiel und das war wirklich sehr, sehr arg, also hat mir nicht gefallen. Ich hoffe, es gibt mehrere Autos, die zur Verfügung stehen. Und ja, schauen wir mal weiter. Okay, das Nitro war schon jetzt ein bisschen komisch. Im Auge, glaube ich. Also ist meine Meinung, was eure Meinung ist, weiß ich nicht. Schreibt mir was in die Kommentare. Und wie man jetzt das sieht, fliegt das Auto schon weg. There's something much bigger going on here. What's the play? Forget the tunnel. We get him before he reaches the city. Guys, more house cars headed your way. Gute Grafik, das muss ich sagen. Gute Grafik, das muss ich sagen. Und noch was wäre mir wichtig in diesem Spiel, dass man die Polizisten, also Polizeiautos und so, zerstören könnte. Bei Need for Speed Most Wanted war es so, dass man die Polizeiautos, wenn man die rein, in denen reinkracht, dass die, also dass die nicht mehr hinterherkommen können und dass sie ihre Autos verlieren. Und ich wünschte, das wäre auch bei dem nächsten Need for Speed so, dass die Polizisten auch ausgeschaltet werden könnten, können. Weiß nicht, da haben wir noch keine Polizisten gesehen, aber ja, schauen wir mal was. Ein BMW, ein BMW. BMW gibt's auch, gut, gut. These guys are tougher. Pushing tanks is what they are. They're going down either way. Okay, eins ist klar, wir können anscheinend Gegner im Story-Modus ausschalten. Das finde ich gut. Wir können Gegner ausschalten. Da, ja. Schauen wir mal weiter. Take him out, Ty. Jess, I've got a really bad idea. Max? Ladder on the side. You can get up on his right. It's now or never, Jess. Do it. Keep it steady. What?
I'm talking about. Okay, wie es aussieht, werden wir in dem Spiel zwei Charaktere steuern können. Weiß nicht, ob es einen freien Modus gibt oder so, ne? Wie bei GTA. Good job, team. Let's take this baby home. Let's see what she can do. Und jetzt sehen wir vom Polizisten was. Ein Polizeihubschrauber ist am Start, wie bei Need for Speed Most Wanted gegeben hat. Da war auch ein Hubschrauber da, genau. Und Polizeiautos. Boys, let's even the odds. Jo Leute, das war's dann mit dem Need for Speed Piper Gameplay Trailer. Und ja, wir müssen warten und schauen, wie das Spiel halt wird. Ich hoffe, es wird was, aber sicherlich besser als den anderen Need for Speed, das letzte rauskam. Da ist diese Online-Pflicht ganz schlecht gewesen und also meine Meinung zu den Polizisten waren auch noch schlecht, dass man die nicht verschrotten konnte und nicht aufhalten konnte. Und ja, ich hoffe, da kann man die Polizisten einfach mal verschrotten, ne? Wie bei Need for Speed Most Wanted. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Kommentieren nicht vergessen. Was ist eure Meinung zu dem Spiel? Schreibt mir in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Spaß auf euch auf. Ciao.